Hallo Leute, heute für euch die teuersten Autos der Welt. Platz 13. Es geht natürlich gleich in Deutschland los. Mit dem Porsche 918 Spyder. Fangen wir mit den Pferdestärken an. 887 PS hat das Teil. Es wird von einem V8 Motor angetrieben sowie zwei weiteren Elektromotoren. Einem an der Hinterachse und einem an der Vorderachse. Das macht es möglich, dass er innerhalb von nur 2,5 Sekunden die 100 km/h schafft. Also ehe man die Worte 100 km pro Stunde überhaupt erst aussprechen kann, ist der Porsche schon bei 100 km/h. Und was bezahlt man dafür? Der Grundpreis liegt bei 768.000 Euro. Okay, das geht ja gut los. Platz 12, der Zenvo ST1. Dieser heiße Schlitten aus Dänemark hat 1104 PS. Insgesamt sollen davon nur 15 Stück gebaut werden. Der Preis liegt bei ca. 830.000 Euro für einen Wagen, nicht für alle 15. Hier ist die Frage, ob der Preis gerechtfertigt ist, denn das Auto wurde bei einem Test von der Fernsehsendung Top Gear kritisiert, da es eine Reihe an Unfällen mit dem Auto gab und es unter anderem sogar Feuer fing. Platz 11, der Pagani Sondersang Roadster. Er schafft es in nur 3,4 Sekunden auf 100 km/h und die Höchstgeschwindigkeit beträgt satte 434 km/h. Den könnt ihr euch gerne für ca. 1 Million Euro kaufen, zuzüglich Steuern, versteht sich. Nummer 10, der Hennessy Venom GT. Dieses Auto steht im Guinness-Buch der Rekorde, weil es innerhalb von nur 13,63 Sekunden auf 300 km/h kommt. Bei 1244 PS und einem 7 Liter V8 Twin Turbo Motor scheint das auf jeden Fall möglich zu sein. In nur 2,7 Sekunden schafft er es auf 100 km/h und wer das Ding kaufen will, der muss sicherlich auch schnell sein, da nur 29 Stück davon hergestellt werden. Außerdem muss die oder derjenige auf jeden Fall tief in den Geldbeutel greifen, denn das schöne Ding hat einen soliden Preis von 1,1 Millionen Euro. Platz 9, der Koenigsegg Agera S. Dieses Auto kommt aus dem schönen Schweden. Mit 1030 PS schafft es der Wagen von 0 auf 100 in nur 2,9 Sekunden. Und wir reden hier nicht lange um den heißen Brei herum, der Grundpreis beträgt knapp 1,4 Millionen Euro. Nummer 8, der Aston Martin 177. Wie der Name bereits andeutet, ist die Auflage auf nur 77 Stück limitiert. Der Wagen hat bereits zahlreiche Designpreise gewonnen, was man auf jeden Fall verstehen kann. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 354 km/h und der Preis liegt bei knapp 1,7 Millionen Euro. Platz 7, der Ferrari F60 America. Dieser ist eine verdeckfreie Version mit einigen Designveränderungen vom F12 Berlinetta, den wir hier sehen. 8 Amerikaner und 2 Kanadier besitzen die insgesamt 10 Stück davon, die es auf der Welt gibt. An der Stelle, wo hier das Dach zu sehen ist, kann bei dem F60 ein Stoffverdeck ausgefahren werden. Allerdings hält dieses nur 120 km/h aus. Bei 320 km/h Topgeschwindigkeit sollte man also aufpassen, dass einem das Dach nicht vom Kopf fliegt. Der Preis beläuft sich auf 2 Millionen Euro. Und Platz 6, der weltbekannte Bugatti Veyron 16-4 Grand Sport Vitesse. Die 16 im Namen geht übrigens darauf zurück, dass der Wagen 16 Zylinder hat. Insgesamt kommt der Wagen auf 1200 PS und von 0 auf 100 geht's in satten 2,6 Sekunden. Der Grundpreis dafür beträgt ca. 2,3 Millionen Euro. Und Platz 5, LaFerrari. Wie am Namen zu erkennen ist, kommt das Auto aus dem Hause Ferrari. Von dem Modell wird es insgesamt 499 Stück geben mit 963 PS, die jeweils 1,19 Millionen Euro kosten. Allerdings soll es 10 Stück von dem Modell geben, die eine Leistung von über 1000 PS toppen. Und für einen dieser 10 Stück bezahlt man laut Hersteller über 3 Millionen Euro. Und Platz 4, der Bugatti Veyron in der Mansory Viver Edition. Dieser schafft es auf satte 1200 PS und 408 km/h Höchstgeschwindigkeit. Fast alle Teile der Außenverkleidung sind aus ultraleichtem Carbon gefertigt, das normalerweise für die Raumfahrt genutzt wird. Der Preis hierfür beträgt 3,1 Millionen Euro. Und macht euch bereit für die Top 3, der Lycan Hypersport. Diesen Schlitten soll es insgesamt nur 7 Mal geben. Es ist das erste Auto mit Diamanten in den Scheinwerfern. Von 0 auf 100 schafft dieser Wagen es in nur 2,7 Sekunden und auch er soll etwas über 3,1 Millionen Euro kosten. Und auf Platz 2. Das zweiteuerste Auto der Welt ist momentan der Lamborghini Veneno Roadster aus Italien. Auf dem Bild sehen wir einen klassischen Veneno. Der Roadster ist eine Cabrio-Version davon, also ohne Dach und mit einer anderen Motorhaube besetzt. Kurz zu den Fakten, 750 PS und von 0 auf 100 in 2,9 Sekunden.
Gar nicht so krasse Zahlen im Vergleich zu den anderen Autos, aber jetzt kommt's. Der Preis liegt bei über 3,3 Millionen Euro. Laut dem Hersteller sollen nur 9 Stück gebaut werden, also beeilt euch. Und es gibt noch einen weiteren Kandidaten für Platz 2, den Koenigsegg 1-to-1. Dieser kostet ebenfalls 3,3 Millionen Euro, 6 Stück gibt es davon und alle sind bereits verkauft. Der Wagen trägt den Namen 1-to-1, also 1-zu-1, weil das Verhältnis von PS zu Gewicht genau 1-zu-1 ist. Der Wagen wiegt 1360 Kilogramm und hat genau 1360 PS. Und auf Platz 1, ungeschlagen, der Maybach Accelero. Der Maybach Accelero ist ein Auto, das es nur einmal auf der Welt gibt. Der Wagen ist bekannt dafür, dass er mal bei Alarm für Cobra 11 die Autobahnpolizei eingesetzt wurde, aber auch in einem Video von Jay-Z zu sehen war. Berichten zufolge soll der Wagen 2011 vom Rapper Birdman für den Kaufpreis von satten 8 Millionen Dollar, also umgerechnet über 7 Millionen Euro, gekauft worden sein. Allerdings ist unklar, ob der Kauf tatsächlich abgeschlossen wurde oder ob er ihn direkt weiterverkauft hat. 2012 gehörte der Wagen dann der deutschen Autofirma Mechatronic. Ich drehe jetzt erstmal eine Runde in meinem Maybach. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao.